Jojo, Leute, was geht? Jo, was geht ab, Leute? Hier jetzt mit meinem Cousin Ömercan und Emre. Den kennt ihr ja schon, den kennt ihr noch nicht. Sag mal was. Hallo, Leute, was geht? So sieht's aus. Sag mal was, Emre. Was geht? So, mein Handy. Sind im Garten, kleine Feier von meiner großen Tochter. Nachgefeiert, Geburtstag. Und zwar wollte ich erstmal sagen, hier. Hab ich mir jetzt mal geholt. Das ist echt geil, Leute. Für 25 Euro. Übrigens hier, Houston Rockets, hier von Emre. James Harden. Alles gefälscht. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich bevorzuge gefälschte Sachen. Nochmal darüber. Ich wollte nochmal so über gefälschte Klamotten so ein bisschen reden. Wir haben so ein paar kleine Kinder, meine Kleine und so, Cousins, Cousinen. Wenn es mal laut wird, ist egal. Im Endeffekt geht es jetzt darum, wieso finde ich gefälscht viel besser als original. Wenn ich jetzt ein originales Trikot kaufe. Und ich muss eins sagen, jetzt wenn ich original kaufe und das Ding mal am Arsch ist oder kaputt geht oder irgendwas anderes. Dann Müll. Dann ist das Ding echt viel zu schade gewesen. Da zahlt man wie viel Emre? Also ein originales Jersey kostet momentan 80, aber so um den Dreh so 120, 130. Sozusagen, also... Eigentlich nur für die Vitrine, wenn du sowas hast. Zum Aufhängen. Ja, was heißt Vitrine? Man kann schon anziehen, aber... Ja, wenn du Geld hast, kannst du es anziehen. Wenn du wenn du werfen tust. Ja. Yeah. Nur ein paar Würfe oder so, kann man schon cool anziehen. Passt schon. Aber sowas jetzt zum Beispiel... Kann man auch im Game anziehen, weil manchmal passiert es ja, wo man den Typ irgendwie so hier anpackt und sieht, wenn es mal kaputt geht, gut, hey komm, 25 Euro kannst du echt opfern. Golden State Trikot von Curry habe ich ja geholt gehabt, gefälschte. Ist ja dieses große Logo. Ich muss eins sagen, das Ding stört so extrem. Echt, das ist so übel störrisch. Ich weiß jetzt nicht, wo das Originale ist. Weil deins jetzt zusammengefügt, meins sind die einzelnen Buchstaben. Wie ist das jetzt? Nervt es? Also merkst du, dass da auf der Brust so eine Platte irgendwie wenn sowas hängt? Wenn ich ein Bähnchen mache, dann ja, aber ansonsten nicht. Echt? Aber den habe ich mal einmal angehabt gerade. Weil deins ist ja so. Bei denen nicht, bei denen eher weniger. Bei Curry ist es so ein Ding riesen von Golden State, dieser Logo. Ich habe jetzt noch so ein Clay Thompson. Das stört voll extrem, auf jeden Fall halt hier. Nur kurz so San Francisco so richtig klein. Okay. Bei dem wäre es kein Problem. Hier, Damian Lillard. Wieso Damian Lillard? Weil ich habe wirklich zwei Spieler, die ich wirklich richtig abfeier. Einmal Damian Lillard und Stephen Curry. Beide sind natürlich auch Shooter. Beide haben geilen Ballhandling. Beide Point Guards. Ich bevorzuge Point Guards eher irgendwie. Danach kommt natürlich auch, da gibt es so keine Rangliste bei mir. Die zwei sind irgendwie für mich die Top One. Und dann kommt eigentlich so Klay Thompson, James Harden und so weiter und so fort. Also, ich kann meine Liste erwähnen. So hundertprozentig Gedanken darüber habe ich noch nie gehabt. Aber da ist auf jeden Fall, jetzt kann man mich haten oder nicht, ich bin kein großartiger Fan von... Mich auf jeden Fall haten, und zwar James Harden ist James Harden. LeBron James ist, ich weiß nicht, das ist. Das ist also, darf ich sagen? Ich bin kein Fan von LeBron James, ich bin ehrlich. Welchen Spieler magst du LeBron James? So Standardantwort, weil der gut ist, so Standard. Das ist deine Meinung, ich hab einfach, ich weiß nicht. Achso, magst du das? Persönlich nicht, oder? Ja, nicht persönlich nicht, aber es ist einfach dieses. Ich weiß nicht, das. Das ist halt so klassisch einfach. So LeBron. Oder Michael Jordan. Michael Jordan kann ich wiederum leiden. Michael Jordan war zu seiner Zeit einfach nur dieser Killerinstinkt. Das ist das, was der hat. Oder Kobe Bryant. Das ist. Michael Jordan. Ich finde halt nicht. Nein. James Harden, okay? Wenn man den berührt, der heult. Wie der heult. Ein Spiel zum Beispiel. Meinst du James Harden oder? So, ich weiß nicht. Nicht also, James Harden, du meinst doch Dinge. LeBron James. LeBron James, nicht James Harden. Entschuldigung, LeBron James. Ich verwechsel James mich. Halt beides mit James ich. Im Endeffekt, versteht mich nicht falsch, klar, natürlich, James lieber, können ja lieben. Ich bin auf jeden Fall kein Fan von James. Er spielt gut, er ist eine Maschine, das muss auf jeden Fall gesagt werden, aber nicht in meinen Top-10-Listen mit drin.
Der gehört Weltrangliste auf jeden Fall schon in die Top 10 mit rein, aber nicht in meinen. Wie gesagt, ich werde das hier nochmal austesten. Ich habe es ja mit Golden State gemacht. Ich finde Golden State jetzt ehrlich gesagt, nicht empfehlenswert. Ja, Minuspunkt. Das Ding, wie gesagt, hier vorne, das Ding stört extrem. Und nachdem man das gewaschen hat, hat man voll die weißen Punkte drauf. Ach, man kann es aber riskieren. Man kann es ja holen. Und das hier werde ich auf jeden Fall testen. Ich werde in einem Game wahrscheinlich mal das anziehen. Ich weiß nicht. Und dann mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, wann ich den hochlade. Aber ich erwähne es immer wieder. Am 11.07.2020 bin ich in Köln. Meine Zuschauer, die in der Nähe natürlich von Köln sind, kommt her. Ich werde es in Instagram wahrscheinlich auch nochmal in einem Video nochmal sagen, auf welchem Platz es genau ist. Kommt hin. Ich würde mich für auf jeden Gegner, Mitspieler natürlich freuen. Und vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Das ist nur so ein kleiner Smalltalk gewesen hier über Trikots mit Emre und Emrecan. Hier. Was? Die zwei und ich. Der Killer on board, Alter. Ja, Mann. Wie auch immer. Das war's eigentlich von uns drei. Und Abo da lassen. Abo da lassen. Liken. Liken. Und teilen. Mein Video schneiden und weiterteilen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Hier. Emrecan, Emre und Eddie. Peace. Haut rein.